So, jetzt könnten wir zur Purgatory gehen. Wie kommen wir zum Flux? Oder ist die Purgatory jetzt sozusagen das Flux? Das Flux und die Purgatory in einem. Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Das waren Flüchtlinge. Verdammt, die hatten doch sowieso kaum was. Guck mal, die da unten bewegen sich kaum. Und dann jagt ihn so ein Betrüger das wenige ab, das ihnen noch geblieben ist. Ich fasse es nicht, dass er gerade durch uns gelaufen. Das Handwerk legen dürfen. Wir sollten trotzdem was gegen ihn unternehmen. Du hast den Commander gehört. Ohne Beweise keine Verhaftung. Das letzte Mal hat sich der Typ wegen Belästigung beschwert, weißt du noch? Wir müssen vorsichtig sein. Ja, er läuft durch mich durch. Der Trupp lässt sich sowieso nicht viel anfangen. Was sind wir eigentlich? Kaufhausbullen? Wir hätten das Schwein abknallen sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Naja. Gut, ich speichere mal wieder zwischen. Wer weiß, ob es abstürzt. Ich weiß, dass es Beschwerden gibt. Wir tun unser Bestes mit dem, was wir haben, aber... Lassen Sie mich ausreden. Unser Energieraster kann nur eine bestimmte Energiemenge verkraften, dann schaltet es sich ab. Und die Backups können wir nicht einsetzen. Nein, die neuen Regeln gelten für die gesamte Citadel. Die Verwaltung weiß, dass diese Sache wichtig für die Moral ist, aber wir dürfen unser Budget nicht überschreiten. Hören Sie, ich werde die Backups nicht anrühren. Beschaffen Sie mir ein besseres Energieraster, dann gebe ich Ihnen eine größere Leitschau. Oh, wir haben viel zu tun hier wahrscheinlich. Finde ich gut, dass wir wieder... auf der Citadel was zu tun bekommen. Diese Cerberus-Mistkerle hatten uns im Sack. Arschlöcher! Scheiße, die haben einfach immer weiter angegriffen. Und ich weiß nicht mal mehr, aus welcher Richtung. Was für eine Hölle. Ja. Der arme Bilal. Sie hätten ihn nicht auf diese Art ausschalten müssen. Es war brutal. Oh, Bilal. Brutal. Brutal. Bilal ist also tot. Das wissen wir jetzt. So, und gleich müssten die Höhen auch kommen. Vom Club. Jetzt. Hey, bereit für eine ordentliche Party? Hey, Mel! Du hier? Ja, ja, Shepard bewegt sich komisch. Ich werde in den nächsten 48 Stunden so viel Zeit wie möglich in dieser Bar verbringen. Denselben Gedanken hatten wir auch. Also, die Theke ist da drüben. Und, Hey, da ist ja der ganze Trupp. Hallo Jungs. Ja. Wir wollten eigentlich, also praktisch, einen Männerabend. Okay. Können wir hier wieder tanzen, wie im zweiten Teil? Und da ist Arya. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Oh oh. Shirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Was? Ich grüße Sie, Arya. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Aber natürlich. Erledigt. Kann ich noch etwas tun? Das ist interessant. Nein, vielen Dank. Gern geschehen. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Ja. Cerberus hat mir Omega gestohlen. Okay. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Übrigens mal ganz... Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Mal was Kurzes. Es könnte sein, dass Arya der Schlüssel zur Asari-Ratsherrin ist. Was ich für interessant halte. Was ist passiert? Wie hat Cerberus sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Naja, immerhin sind sie am Leben. Ob ich das wohl auch so meine? Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so.
Wenn sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. So sieht's aus. Also will ich ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Arya? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Aber diese Banden sind Abschaum. Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Reaper gerichtet sind. Guter Punkt. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Nahl. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Moment. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Sollte ich das wirklich tun? Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Das klingt... Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Ha, irgendwie... Das klingt nicht gut, aber... Wenn es uns immerhin noch ein paar Kriegsaktivposten bringt, ist es das allemal wert. Können wir tanzen? Hör doch auf, die Moral ist Officer. Im Keller. Die Truppen brauchen etwas, das ihren Kampfgeist zurückbringt. Erinnert sich noch jemand an die Geschichten über das erste Regiment auf Castellus? Sie waren in der Unterzahl und wussten, dass sie sterben würden. Aber sie haben für das Reich weitergekämpft. Genau so eine Einstellung brauchen wir, wenn wir Palamed halten wollen. Er hat recht. Commander Shepard, vielleicht kann ich helfen. Das Banner des 1. Regiments wartet in der Bucht D24. Oh, cool. Wir haben dafür richtig das Geld bekommen. Commander Shepard, ich schulde Ihnen einen Drink. Danke. Wo ist mein Drink? Wir werden dieses Banner mit Stolz führen, wenn wir unsere Heimatwelt von diesen Mistkerlen zurückerobern. Dafür war also das Banner für Geld. Beziehungsweise auch für Moral bei denen. Oh, James. Hallo, James. Hey, Commander! Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Loco. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale, kämpfende Truppe. Die brauchen Motivation. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie, warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sehen Sie mich so? Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Einer der Besten? Wahrscheinlich. Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man Sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen. Wie wir alle. Aber für die sind sie überlebensgroß. Das gefällt mir nicht. Ich habe ja schon viel gesehen, aber ich bin auch nur ein Soldat. Ich gehöre zu ihnen. Schon, aber die kennen sie nicht. Sie wissen nur, was ihnen erzählt wurde. Hören Sie. Sie wollen beweisen, dass sie zu uns gehören? Mag sein. Dann geben sie einen aus. Ha, ach, warum nicht? Gute Idee. Mir gefällt, wie sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf ihn. Also, auf uns. Wer ist wie wir? Klick. Verdammt wenige. Und sie sind alle tot. Es ist mir eine Ehre, Commander. Danke. Aber wir sitzen alle in einem Boot. Und jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Wohl wahr. Prost. Prost. Das müsste Motivation gegeben haben. Nicht schlecht, Loco. Ich hatte gehofft, dass Sie den kennen. Danke für die Warnung. Ah, das freut mich. Danke für den Drink. Bitte, bitte. Wenn wir wieder auf der Erde sind, zahle ich. Ja, ist doch ganz nett. Übrigens hat er diese Bewegung gemacht, die sonst Grunt bzw. Rex gemacht haben, dieses Fäuste zusammenschlagen. Was zur Hölle? Das ist eine Buffrobbe, sie geht total ab. Ich weiß schon, dass die Galaxie kurz vorm Ende steht. Oh. Okay.
Was ist das hier für ein komischer Mega-Club? Naja, was soll's. Aber was ist jetzt mit dem Flux? Dann, achso, die waren hier im Flux. Das ist aber nicht mehr das Flux, das ist jetzt die Purgatory. Oder gehört das jetzt alles einfach zusammen? Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber egal. Wir könnten jetzt erstmal zurück zu dem gehen und ihm sagen, dass sein Sohn leider auf grausame Weise verstorben ist. Das mit dem auf grausame Weise werden wir natürlich nicht sagen. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ja, ich habe schon einmal mit Ihnen gesprochen. Haben Sie meinen Sohn gefunden? Noch nicht. Wenn die Möglichkeit besteht, verstehe ich jetzt nicht. Ich war doch extra da und habe das auch gehört. Ja, fahre ich da nochmal runter und höre es mir nochmal an. Komisch. Er meinte doch, die seien hier. Oh Gott. Hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder von Benning runterkomme. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Sie hatten uns. Wenn er ihr Feuer nicht auf sich gezogen hätte, nun, dann hätten wir es nicht geschafft. Nein, keine verdammte Chance. Ich hätte das nicht gekonnt. Aber er schon. Okay, er ist ehrenvoll gestorben. Allerdings können wir das irgendwie immer noch nicht. Wir können nicht mit denen direkt reden. Mit ihm vielleicht reden? Nein. Ach, das ist schlecht. Irgendwie müssen wir doch an die Rand kommen. Wahrscheinlich müssen wir mehrmals hier hin und her fahren, um die ganze Geschichte zu erfahren. Ist die denn jetzt schon geupdatet worden? Nicht Codex, sondern hier Benning Beweise. Botschafter der Dumbledore sucht nach Spuren seines Sohnes, bei einer Mission auf Benning verschollen ist. Finden Sie Beweise dafür, was mit dem Sohn passiert ist, und kehren Sie dann zum Botschafter zurück. Richtige Beweise habe ich nämlich noch nicht gefunden. Können wir die hier vielleicht finden irgendwo? Nal, da müssen wir auch noch hin. Dana Vosk, der ist irgendwo hier. Naja. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, weiter geht's. Ich denke, wir fahren jetzt einfach mal noch einen Stockwerk weiter runter. Oh. Wegen dem Kerl, der die Flüchtlinge ausnimmt. Wirklich? Was hat er gesagt? Naja, er ist sehr beschäftigt. Ich sagte, ich habe darüber nachgedacht. Nicht, dass ich es getan habe. Verdammt. Irgendwann werde ich dich erschießen. Glaube ich nicht. Ich bin der Einzige, der bereit ist, hier den ganzen Tag mit dir rumzustehen. Den ganzen Tag. Vielleicht reden die jetzt nochmal darüber und vielleicht reicht das dann endlich aus. Dass wir ihm sagen können, dass Belal leider diese gestorben Cerberus ist. Diese Cerberus-Mistkerle hatten uns im Sack. Arschlöcher! Scheiße, die haben einfach immer weiter angegriffen. Und ich weiß nicht mal mehr, aus welcher Richtung. Was für eine Hölle. Der arme Belal. Sie hätten ihn nicht auf diese Art ausschalten müssen. Es war brutal. Brutal. Da. Brutal. Gut, und jetzt? Warum wird das nicht aktualisiert? Ich habe doch jetzt zugehört. Das ist schlecht. Wir können diese Nebenmission einfach nicht machen. Wo sind die Tänzerin? Ich will Tänzerin. Also, die Tanzfläche ist da drüben. Doch keine Tänzerin, Dummkopf. Tänzerin. Ich habe Landurlaub, da brauche ich keinen Wiener Walzer. Jetzt komm schon, wenn ihr irgendwo auf der Station mit dem Arsch gewackelt wird, wisst ihr Jungs doch bestimmt wo. Oh Gott, die ist echt merkwürdig, so ein bisschen. Ja. Na gut, das mit Belal wird wahrscheinlich einfach nicht gehen wollen. Naja, schade. Egal, wir müssen auf jeden Fall weiter. Willkommen, Commander Shepard. Als nächstes... Wählen Sie bitte ein